Guten Tag und willkommen zurück hier bei Red Steel. Nachdem der erste Part echt ziemlich beschissen gewesen ist, versuche ich natürlich jetzt den zweiten Part umso besser zu gestalten. Einen Moment. Oh, Alter, hat's da gerade gelaggt. Holy shit. Red gleich weiter. Ich bin so langsam wegen meiner Wunden. Ich muss mich noch einmal auf dich verlassen. Naja, kein Problem. So, alles klar. Ja. Nachdem der erste Part so richtig scheiße war, versuche ich natürlich jetzt den zweiten Part umso besser zu gestalten. Erstmal wollte ich das machen, indem ich Verkaufszahlen zu dem Spiel raussuche, weil ich habe mich ja echt nicht gut hier auf den ersten Part vorbereitet. Aber selbst wenn ich Verkaufszahlen gesucht hätte, hätte ich keine gefunden. Also ich habe im Endeffekt keine... Mach den Weg mit dem Kassenabfall. Ja. Genau so. Du könntest aber auch einen Feind mit dieser Bewegung erstechen. Mann, nerv nicht. Ich habe keine Verkaufszahlen zu dem Spiel gefunden. Nur zu Red Steel 2. Was, by the way, 270.000 Verkäufe nur waren. Also echt richtig, richtig schlecht. Was ich eigentlich gar nicht verstehe, weil ich das Spiel echt geil fand. Aber egal. Da kommen wir nochmal zu, wenn wir dann Red Steel 2 spielen. Und... ja, nee. Dann, kriegen wir hin. Ja, wo war ich? Mann, ey, das Spiel nervt die ganze Zeit mit irgendeinem Scheiß. Ich bin mega raus im Kommentieren, weil ich so lange nicht mehr... Achso, apropos Kommentieren, genau. Ich bin mega raus im Kommentieren. Weil ich so lange nicht mehr... ja, okay. Weil ich so lange nicht mehr gespielt habe. Oder Let's Played habe. Und, apropos Kommentieren. Das war gestern... Ja, gestern. Nicht nur für euch, sondern auch für mich. das Ding. Ich war ziemlich müde. Und wollte da unbedingt noch am selben Tag dann den Part rausbringen. Was dann... Ja, au. Ja, okay. Einen Moment. Was dann immer ein bisschen blöd ist, weil man dann nicht so wirklich kommentieren kann, beziehungsweise einem dann andauernd Sachen entfallen, die man eigentlich sagen will und so weiter. Und... Du lernst schnell, Scott. Ja. Was stimmt hier nicht? Diese Männer sind ja... Die dürften gar nicht hier sein. Wir können auf jeden Fall nicht erschießen. Also wir können auf ihn schießen, aber wir treffen ihn nicht. Okay. Ja. Sorry nochmal für den ersten Part. Der war echt mega kacke. Aber wie gesagt, ich wollte einfach den ersten Part aufnehmen. War ziemlich müde und sind mir andauernd Dinge entfallen, die ich eigentlich sagen wollte, beziehungsweise ich konnte mich nicht wirklich konzentrieren, weil ich echt verdammt müde war. Ah, okay, ich dachte, da wird jemand knien, aber ich hab mich mega verschaut, ey, holy shit. Und beim Editieren vom Video, beziehungsweise beim Runterladen vom Song fürs Outro, ist mir dann aufgefallen oder nochmal eingefallen, warum ich das Spiel eigentlich so geil fand. Ich fand das nicht nur extrem nice, weil ich die Story einfach nice fand und die das Gameplay und so weiter. Ja, klar, werden wahrscheinlich ein paar Leute mit mir nicht... nein, nicht springen. werden wahrscheinlich ein paar Leute nicht dieselbe Meinung haben wie ich, also dass das Gameplay nice ist. Aber ja, wie gesagt, ich mag das, mit der Bewegungssteuerung zu spielen. Ich finde das ziemlich cool. Ja, aber ich finde auch die Musik, die finde ich extrem geil. Also nicht nur aus Gameplay und Liebe fürs Detail. Also wenn man irgendwo reinschießt, dass das dann auch wirklich die Geräusche macht. Zum Beispiel bei Metall oder hier...
bei Holz oder bei Stoff und so weiter. Und dass man auch Pfannen runterschießen kann, also wie im ersten Part alles gezeigt. Und dass dann Sachen auch so Funken sprühen, wenn man da reinschießt und die elektrisch sind. Also es ist schon cool gemacht. Sondern ich finde das auch echt cool mit der Musik. Der Soundtrack gefällt mir extrem gut. Ich liebe diese japanisch angehauchte Musik generell. Und hier in einem Spiel, was quasi in Japan spielt, einfach nur nice. Und dieser Stil vom Spiel, dass das Ganze generell ein bisschen abgedrehter ist, das finde ich auch nice. Also es kommt zwar im ersten Part nicht so rüber, weil ja, es war halt das Tutorial und jetzt befinden wir uns... verdammt, kann das sein? Ja, das kam nicht so gut rüber bisher, weil wir uns halt hier in diesem Restaurant noch befinden. Ist ja gut. Weil wir uns hier halt noch in diesem Restaurant befinden. Wir sind fast da. Aber das kommt dann alles mit der Zeit. Also es wird noch ein paar Level... War das? Ah, okay. Es wird noch ein paar Level geben. Ja. Da hat die Aufnahme gerade gehangen. Keine Ahnung, was zum Teufel das war. Sorry dafür. Und ich weiß jetzt auch gar nicht mehr, wo ich hier stehen geblieben bin. Dank dir, Scott. Ja, kein Ding. Meine Männer übernehmen die Sache jetzt. Na doch, ist wieder eingefallen. Nee, ich mache hier mit. Ich bin dabei. Und ja, ob du willst oder nicht, würde ich sagen. Ne? Ja, man wird das mit dem abgedrehten Stil, japanischen Stil, später noch merken. Also japanischer Stil merkt man jetzt schon mit Panflöte und einer Musik her und ja, dass hier halt öfter japanisch geredet wird. Klar, merkt man alles. Aber ich meine, mit dem Abgedrehten, das wird man hinterher in den Leveln Sato-san, Kumicho-san, noch merken. Die Götter haben meine Gebete erhört, Herr, und sie zurückgebracht. Schwert und Pistole haben mich zurückgebracht, Ryuichi. Keine Gebete. Wo ist meine Tochter? Eben. Vater, ich war so besorgt. Mein Gott. Was? Ich dachte, sie wird entführt, hä? Es geht mir gut. Du bist in Sicherheit. Das ist alles, was zählt. Kumicho-san, entschuldigen Sie die Hektik, aber das Hotel ist nicht sicher. Der Gegner könnte bald in die Suite eindringen. Auf dem Parkplatz steht ein Wagen für Sie und Ihre Tochter bereit. Kommen Sie. Dad, ohne den Verlobten komme ich nicht mit. Ja, ich würde gerne mit. Lasst ihn durch. Der Mann hat mein Leben gerettet. Eben. Hier durch. Schnell. Zum Parkplatz. Wir müssen Sie aufhalten. Sonst sind wir alle dran. Nein. Hallo? Hallo? Okay, gut. Mörder! Mann. Nein. Die Sensorleiste richtig kacke platziert ist. Was? Muss ich da hinterher? Nein. Nein, ich muss da nicht hinterher. Ich muss die Typ mir, glaube ich, killen. Am besten auch treffen, bitte. Ja? Da drüben. Aber ich zeig doch auf ihn. Aber irgendwie treffe ich ihn dann nicht so gut. Keine Ahnung, was da los ist, aber na gut. Vorsicht, die Suite muss verteidigt werden. Ja, mach ich. Oder muss der Timer ablaufen? Nein, hau ab! Zum Glück haben wir die Uzi. Sonst wird das nichts werden, glaube ich.
Haben wir ihn jetzt getroffen? Nee, oder? Nein, lad doch schneller nach, Mann! Renn rüber und klopp ihn weg. Okay, nice. Schönes Ding. Wir sind low. Übelst low. Aber wir können uns regenerieren. Ist hier noch jemand? Ist doch gar keiner mehr. Ah. Nee, nee. Der hat jetzt auch eine Shotgun. Da wäre es mir dann spätestens wieder eingefallen. Aber mir ist gerade wieder eingefallen, dass... Au, 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 au. Mir ist gerade wieder eingefallen, dass wir auch eine Shotgun haben. Und die würde ich auch gerne wieder benutzen. Boah, Alter. Aber das Spiel wird jetzt wieder schwerer. Vielleicht müssen wir dann doch dieses Reinzoomen benutzen. Ich dachte eigentlich, das Spiel ist echt leicht. Oder hatte ich noch so in Erinnerung. Aber dann hat das Tutorial echt sehr getäuscht. Oh, man sieht hier sogar einen Heli. Nice. Schön. Ich dachte, das wäre jetzt einfach nur eine MP3, die abgespielt wird. Ah, nee, nee, nee. Da ist tatsächlich ein Heli noch. Okay, hier können wir nicht durch. Sondern auf der anderen Seite. Hier. Oder? Moment, Moment, Moment. Nein, warte. Dann würde ich gern da drüben noch schauen, ob es hier was gibt. Ja, da liegt eine Weste. Hier liegt eine Weste. Alles klar, nice. Schönes Ding. Leichte Schutzweste. Ich kann ja schon mal verraten, es wird auch eine schwere Schutzweste geben. Das ist eigentlich klar. Ich meine, wenn da steht leichte Schutzweste, dann wird es natürlich auch noch eine andere Version geben. Es wird noch eine schwere Schutzweste geben. Aber die unterscheidet sich... Oh, war ich scheiße da. Ist noch nicht down? Okay, jetzt aber. Es wird noch eine schwere Schutzweste geben, aber die unterscheiden sich nur insofern, dass man... Oh ja, Mann, die Musik. Die ist so geil. Oh, ich liebe das. Es gibt hier so viele nice Soundtracks. Also, so viele weiß ich nicht, ob es wirklich viele gibt. Aber ich finde alle, es gibt mehrere und die meisten Soundtracks gefallen mir. So meine ich das. Ja, zurück zu den Schutzwesten. Die unterscheiden sich insofern, dass... die leichte Schutzweste nur die Hälfte der Westenanzeige auffüllt und die schwere Schutzweste füllt sie komplett auf. Hau ab. Ah, komm. Das Flicken hier in einem Spiel ist ziemlich schwierig, weil wenn man rüberziehen will, ja, das verschiebt dann die Sicht und dann, ja, ich denke, man wird ungefähr wissen, was ich meine. Na, komm, mach, 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 mach. Ich würde gern schießen. Ist hinter mir jemand? Hinter mir ist, glaube ich, jemand. Ja, 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 ja. Der hat sich von hinten an mich rangeschlichen, ey. Der Arsch. Ah, nee, aber da war noch einer. Okay. Ich finde es auch geil, dass wir jetzt mehr Flintenmuni bekommen und dass wir endlich so richtig die Shotgun benutzen können, weil das konnten wir ja vorher nicht. Wir haben ja keine neue Munition bekommen und hatten irgendwie nur 10 Schuss oder so. Aber jetzt können wir sie tatsächlich besser benutzen. Frag mich, können wir uns lehnen? Frag ich mich halt immer noch, ne? Nein, 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 hau ab, hau ab, hau ab. Ah. Was zum Teufel? Ich muss auch mal zur anderen Waffe wechseln. Ich wollte halt gerade... Ja, genau so. Ich wollte halt gerade schauen, ob ich mich irgendwie lehnen kann.
Wenn ich hier an der Ecke stehe und dann... Nee, ich glaube, das geht nicht. Schade. Aber gut, was soll's. Er ist weg. Ich glaube, das geht im... Obwohl. Nee. Geht, glaube ich, doch nicht im zweiten Teil. Aber es wäre zumindest sowas, wo man dann sagen könnte, hey, die haben sich auf jeden Fall Gedanken gemacht, was sie im ersten Teil falsch gemacht haben. Und haben das dann direkt geupgradet. Alter. Ach ja, wir können ja auch per Nahkampf angreifen. Stimmt. Hallo. Okay, gut. Er wollte gerade eiskalt nicht. Die Drecksau. Hier können wir nicht durch. Ich denke, wir sollten die Shotgun so lange benutzen, wie es halt geht. Ich denke, es wird nämlich immer so Abschnitte geben, wo man bestimmte Waffen benutzen kann. Und es gibt wieder einen Schwertkampf. Und dieses Mal... Aua. Ach ja, so weicht man aus. Ah, du Drecksack! Mann, hör doch auf! Komm, mach... Mach halt. Ja, okay, nice. Hä? Ich dachte, wir können auch seine Klinge zerstören. Okay. Ja, nice. Ja, okay. Ich weiß nicht, ob das später kommt mit dem Klinge zerstören, aber es ging einfach gerade nicht. Man hat es an dem Katana gesehen. Das war komplett voll. Und eigentlich geht das, dass man das Katana zerstören kann. Und dass man dann so dem Gegner die Chance nimmt, zu kontern oder zuzuschlagen und so weiter. Und wieder ein Schwertkampf, was? Du schaffst es nie bis zum Parkplatz. Gegen den japanischen John Wick. Aua. Okay, komm. Probieren wir das nochmal. Hallo. Okay, nice. Aber ich glaube, es bringt nichts. Nee, es bringt nichts. Dann machen wir ihn einfach weg. Nee, nix da. Zack. Und wieder 50 Respektpunkte verdient. Ich weiß nicht, wann wir die Möglichkeit dazu bekommen, die Klinge zu verkürzen. Aber ja, es geht halt noch nicht. Ich habe es jetzt zweimal probiert. Funktioniert nicht. Schade. Um deine aktuellen Einsatzziele anzuzeigen, drücke den Minusknopf an der Wii-Fernbedienung, halte das Spiel an und rufe das Optionsmenü auf, indem du den Plusknopf an der Wii-Fernbedienung drückst. Alles klar. Ziel: Begib dich zum Parkplatz und triff dich dort mit Sato. Ja, okay, komm. Ich wollte jetzt eigentlich einen Part beenden, weil wir halt... Ich muss darauf bestehen, Herr. Sie und Ihre Tochter müssen sofort hier weg. Bitte begeben Sie sich in den Wagen. Wir sind hier alle in Gefahr. Sie verstehen das nicht. Wir müssen auf meinen Verlobten warten. Eben. Da ist er ja. Schnell, Schatz, komm her. Moides! Tu, was ich dir sage. Scott! Was? Ich wusste es. Der ist sowas von böse, der Junge. Was muss ich tun? Muss ich hoch?
Muss ich da hinterher rennen? Unser Ziel erreicht, die Autos können noch eingeholt werden. Hau ab, hau ab, hau ab. Okay, nice. Der ist sowas von böse. Ich meine, der kam mir ziemlich bekannt vor. Ich dachte mir gerade so, hä, Moment mal, das ist doch der Böse hier, oder nicht? Dann dachte ich mir so, na, okay, vielleicht vertue ich mich. Vielleicht ist es aber auch richtig, da möchte ich nicht spoilern. Aber jetzt hat man auf jeden Fall gemerkt, irgendwas ist da falsch. Irgendwas ist da falsch und jetzt kann ich es ja sagen, das ist der Hauptantagonist hier, der für diese ganze Scheiße hier verantwortlich ist. Okay. Wir dürfen wieder... Lauf die Treppe bis zur ersten Ebene hoch. Okay. Wir können jetzt wieder die Shotgun benutzen. Wird anscheinend wieder... ganz viel Shotgun gespielt hier. Schieß auf das Auto, um es anzuhalten. Aufzuhalten. Okay. Alles klar, Alter. Ja, Mann. Da ist die Musik, die ich auch im Outro benutzt habe. Weil die so verdammt geil ist. Verdammter Gaijin, Sato gehört uns, du kriegst sie nicht. Die ist so verdammt geil, ey. Holy shit. Mega nice, ey. Genieß sie noch ein bisschen. Aua. Aua. Komm, ich will wieder den Gesang haben, der ist cool. Komm, hör auf damit. Lass mich vernünftig spielen hier. Nice. Und da ist er weg. Boah, die Musik in diesem Spiel. Genau deswegen habe ich das Spiel... so sehr geliebt. Echt geil. Wir müssen verschwinden. Ja. Ich brauche nochmal deine Hilfe. Ja, kein Ding. Ich kenne da ein sicheres Versteck. Diese Animation, ey. Die hätte ich vielleicht auch weggelassen und dann einfach die Person, mit der man redet, einfach dahingestellt, vor einen gesetzt. Also zum Beispiel er, dass er dann hinten am Auto dran sitzt und dass man dann da erst hinlaufen muss. Aber diese komischen Überblenden und dann irgendwie diese Animation dazu, ist irgendwie, nee, fühle ich nicht. Aber gut, im zweiten Teil haben sie es, glaube, doch, im zweiten Teil haben sie es viel besser gemacht. Im zweiten Teil ist es mega geil, so wie es sein soll. Aber, wie gesagt, da kommen wir überall noch zu. Kein Ding. Und, ich hoffe, ihr freut euch schon auf den nächsten Part. Ich weiß gar nicht, zum Fortsetzen A-Knopf drücken. Ryuichi, dieses Verräter. Ja, okay. Wie konnte er mir das nur antun? Wir müssen zu Toni Tanaka, meinem einzigen Freund. Mhm. Ich weiß, wo er ist. Ja, ich wollte noch... mein Gott, was ist passiert? Ich wollte noch austesten, ob wir... weiter drücken können, aber anscheinend nicht. Es war richtig, dass ihr hergekommen seid. Anscheinend beginnt das zweite Kapitel dann direkt mit Story und so weiter. Es ist das Zeichen der Yakuza. Mr. Sato gehören verschiedene Unternehmen. Mhm.
Aber vor allem ist er der Anführer des mächtigen Yakuza-Clans Sato Gumi. Aber er ist kein blutrünstiger Drogenhändler oder Waffenschmuggler. Sato ist ein ehrbarer Mann und er hat einen Großteil seines Familienvermögens in legale Unternehmen gesteckt. Ja. Ich respektiere diesen Mann und liebe seine Tochter wie meine eigene. Ich weiß nicht, wer ihn diesmal umbringen wollte. Aber wenn jemand sich gegen die Spitze wendet und seine Tochter entführt, bedeutet das Krieg. Es gibt nicht viel, was ich tun kann, um sie zu befreien. Ich bin kein Kämpfer. Aber hin und wieder höre ich interessante Dinge. Ah, okay. So also weiß ist er. Zum Beispiel, dass dieser Verräter Ryuichi eine Geliebte in Los Angeles hat. Okay. Ihr Name ist Angel. Sie besitzt einen Massagesalon. Such nach ihr. Sie wird wissen, wo er ist. Also ist er unser Informationsmann. Ihr Etablissement nennt sich Angel's Heaven. Aber sie sollten sie zur Hölle schicken. Nice. Miss Angel ist sehr beschäftigt, Sir. Ich will sehen, was ich tun kann. Moshimoshi, hena ishita ga iro wa. Sone, isogemasho. Ich wünschte, ich könnte Japanisch. Oh, das ist so geil. Manche mögen ja Japanisch nicht. Das kann ich komplett verstehen. Ich mag zum Beispiel Französisch nicht. Oder möchten Sie vorher eine Massage? Wenn die, Sie machen einen verschiedenen Eindruck. Ja. Ja, okay. Stopp. Es geht hier direkt beim nächsten Mal weiter. Und, ja, ich, keine Ahnung, ich mag Französisch einfach nicht. Und deswegen kann ich auch verstehen, warum manche Japanisch nicht mögen. Aber ich würde die Sprache eigentlich echt gerne können. Ja, aber, wie gesagt, dann wissen wir auf jeden Fall, dass wir nicht mehr weiterdrücken dürfen, sondern dass wir dann im nächsten Part erst weiterdrücken. Und ja, dann machen wir es halt beim nächsten Mal besser. Gut, ist blöd gelaufen, aber was auch immer. Ich bedanke mich auf jeden Fall erstmal fürs Zusehen. Lasst gerne ein Like und ein Abo da, falls ihr es noch nicht getan habt. Und dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video wieder. Bis demnächst und ciao.